Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Sexy Shirtless Taudau unterwegs, auch mit den Community-Schnuggis hier in der SWF am Start, Leute. Eiserner Wille, schnell und leise, flink und Plünderspürsinn. Ich glaube, das war kein Randomizer-Setup. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Runde, Leute. Wir legen direkt los. Wenn man seinen Freund schreibt, bin im Kino und warte am Sexstand. Obwohl man da ja sagen muss, interessant, dass dein Handy eher aus Snack Sex macht. Das sagt auch viel über deine Schreibgewohnheiten aus, Fräulein. Marie macht heute auch noch easy die 80 voll, wahrscheinlich bei Diablo, ne? Hey Samuel, moin moin. Kommt aufs Kino an, stimmt, wenn das ein Sexkino ist. Oh, jetzt wird ein Schuh draus. Nina hat einfach keinen Ton im Spiel, WTF. Du hast eben aufgehört, morgen geht's weiter. Level 77 für heute. Also, wenn du es noch gar nicht gespielt hast, würde ich auf jeden Fall ja sagen. Also mit Season 4 haben sie wirklich noch mal einen rausgehauen. Wenn man jetzt mit Season 4 schon seinen Spaß hatte und nicht der krasseste Diablo-Fan ist, ist Season 5 jetzt nichts Besonderes. Aber wie gesagt, wenn man Season 4 nicht viel gespielt hat oder so und diese ganzen Item-Änderungen und so weiter und sofort noch gar nicht kannte, dann ist es auf jeden Fall mega nice. Gute Hexe. Geht hinter mir her, das ist ganz nice. Dann kann Rina auch entspannt den Generator weitermachen. Vielleicht auch nicht so entspannt, wie ich dachte. Doch, kommt hinterher. Dann wieder rüber. Ziehen wir noch eins. Rennt ziemlich weit außen rum. Oh, sie gibt mir noch einen. Sie gibt mir doch keinen mehr. Ist zu wild wieder gewesen. Schade drum. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass da schon eine Falle liegt. Verdammt! Tobi, later. Mach dir einen schönen Abend. Hast damals ja bezweifelt so dein PC? Ja, also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Auch mit diesen ganzen Item-Änderungen und so weiter. Wie gesagt, in der letzten Season haben sie richtig einen rausgehauen. Also wenn du es noch gar nicht gespielt hast, kann mir schon vorstellen, dass dir dann Spaß macht, ja. Die restlichen 3 Wochen arbeitest du jeden Tag nur 4 Stunden. Oh, okay. Was ist da denn los? Ach, hast du sonst zu viele Tage noch wegen dem Wechsel dann, oder wie? Das ist jetzt irgendwie nicht so cool. Hä? Er ist jetzt wieder runtergegangen? Okay, ich bin verwirrt. Dann kannst du die Season, kannst du ja easy dann durchspielen. Dann lohnt sich der Pass ja schon für 3 Euro. Da kann man dann nicht meckern. Renz hat gelogen. Nee, Rotpest nicht. Rosenpilz hieß Phil. Rosenpilz.
Mit Rotpest, der ist ja ab und an noch hier. 20 Resturlaubstage hat sie noch und dann... Ah, okay, okay. Ist doch denn September noch oder was, ne? Oder hat sich da jetzt noch was ergeben eigentlich? Weil die eine wollte doch noch irgendwie mal schauen, ob man das nicht irgendwie hinkriegt oder was, ne? Hinter mir. Ach ja, wie komme ich noch auf Rotpest dann? Das weiß ich nicht. Alles wild, ey. Ich habe auch einen lila Schlüssel notfalls, Leute, falls es nochmal richtig runtergeht. Ah, bis Ende August. Okay, ja, genau. Mit der, okay. Dann drücke ich mal die Daumen. Wenn wir sie drücken sollen. Aber eigentlich wäre es ja schon nice, ne? Rotpest sagt mir, was hast du ihm? Nein, Rosenpilz und Rotpest sind zwei unterschiedliche Personen, Leute. Two different people. Scheiße, wenn die jetzt hierher kommt, dann ist der Gen weg. Versuch mal durchzuziehen. Ich ging ja erst einmal. Let's go! Sicher? Jaha! Zu, Leute. Aufpassen. Minute abwarten. Aber wir haben noch auch sehr, sehr viele starke Paletten hier stehen. Also eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass Finjan jetzt nicht in die Jagd kommt. Also Finjan muss ich eigentlich jetzt wirklich nur... Der ist auch noch aktiv auf Steam. Ja, ich glaube, der ist halt einfach nur... Der weiß auch nicht. Der hat sich irgendwann gesagt, nö. Da liegt eine Karte, wenn du willst. Der Rina oder Aldrich, wenn einer von den beiden down geht, wäre okayisch. Boah, eine Minute kann ganz schön lang sein, ne? Vor allem, wenn man die Goldmedaille bei Olympia gewonnen hat. Tauda. Für das beste One Piece Match der Geschichte. Mein Ausgang ist gleich offen. Wo ist Rina denn, Leute? Ah, da. Ja, dann mal los, Rina. Gutes Timing. Ja, die anderen beiden müssten drüben sein. Ich glaube, das haben wir dann auf entspannt hier sogar nach Hause geholt. Ja, und Finjan auch raus. Sehr schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. GG. Runde 1 lief ja schon mal wie geschmiert auf dieser Map. Leute, ich würde sagen, wir gehen aber noch in eine zweite rein, denn die war doch ein bisschen was kürzer. Diesmal mit Serena am Start. Wir haben Befreiung, Adrenalin für das Volk und jetzt kommt das alte Verzerren. Ihr merkt schon, die Folgen sind vielleicht ein bisschen was älter, aber trotzdem immer noch nice. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da. Wir gehen rein bei Runde 2 und wir bleiben auf derselben Map. Aha. Hast du hast dir ein neues Handy gekauft? Und nicht gerafft, das mit deinem Mikro... Aber was ist das für ein Mikro? Ist das nicht einfach USB? Oder wo, über was wäre das? Oh, ein Billy.
Sie geht weg. Wie viel Zeug mein Monitor noch mal hat. Oh, muss so Rins fragen. Der weiß es besser als ich. Einer von zwei. Das war ein Lightning-Anschluss und jetzt hast du USB-C. Selber schuld, wer Apple nutzt. Ah, okay, krass. Ich dachte irgendwie, dass das einfach über Bluetooth wahrscheinlich gewesen wäre. Aber gibt's da nicht so Adapter oder so? Weil da hast du jetzt einen Freund verkauft und dir ein neues geholt. Joy macht Sachen noch. Okay, let's go. Apple ist ein Computer für Dumme. Ja, obwohl, boah, das war mal so irgendwie vor 15, 16 Jahren, oder? Also, ich glaube, Windows ist ja inzwischen auch sehr benutzerfreundlich geworden. Oh Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ah, okay. Sei denn er verkackt. Later. Oh, hier ist schon weggenudelt. Mein Gen ist fertig, sehr schön. Der arme Billy, da. Ich glaube, der ist zu gierig. Ich meine, die Map, die ihm jetzt hier auch raufgeschmissen wurde, ist natürlich auch Pain, ne? Den Anhook brauche ich eigentlich, damit ich nochmal mein Dingens nutzen kann. Hm, der hat sogar Barbecue. Mein Barbecue ist auch nicht schlecht auf Billy. Komm schon, bitte. Gönn mir was. Nice. Yes, Hausaufgabe fertig. Auf Krampf. Zarinas Krampf. Ah, hier ist fertig. Irgendwo wurde auch ein Generator schon. Der hier. Oder? Nee. Ich könnte mir mein Medikit noch mal reintrümmern, notfalls. Immerhin sind wir zu zweit.
Du musst bei der Arbeit schon immer mit Windows arbeiten, hast mindestens einmal am Tag das Bedürfnis, das Teil aus dem Fenster zu werfen. Ja, ich meine, am Ende ist immer, wenn du dich an irgendwas gewöhnt hast oder so, ne? Das macht immer viel aus. Aber ich musste ja nur als Informatiker einmal den Seitenhieb gegen Apple machen. Das muss immer drin sein. Ich mach hier auf, Freunde, oder niemand. Nice. Das ist ein guter Song. Danke. Na, wer schafft's schneller? Ihr oder die Spritze? Oh. Jo, das wird ein Kopf-an-Kopf-Finish. Und ich bin hochgeil. So. Ich könnte theoretisch für die andere... Lass mal den anderen Ausgang auch noch aufmachen. Das wäre wichtig und richtig. Weil ich könnte ja immer noch mit Deli mich einmal retten. Das heißt, je nachdem, wo die andere down geht, falls sie down geht... Hast du ihn gesehen? Oder schreist du nur so? Falls sie down geht, könnte ich nochmal den Trade machen und selber vom Haken hüpfen. Also ich würde sagen, wir gehen noch nicht raus. Wir versuchen noch ein Play zu machen. Oh. Hallo. Ich werde es trotzdem riskieren. Ich bin Maid Jesse. Ich weiß, am Ende werde ich wieder drauf gehen, aber mach's für die YouTube-Views, you know? Damit die Leute auch einen Daumen und einen Kommentar da lassen. So ein Ding ist es nämlich. Schau's dir an! Guck's dir an, was ich gemacht hab! Like a Pro-Gamer! Oh, okay. Der Steve hat halt gut abgelenkt. Oh. Der Nöd. Der verliert einfach nur Nöd dabei. Oh mein Gott, das konnte nach der Spielweise niemand erahnen, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ja, häng mich hier ruhig hin. Later, ich habe noch einen Termin. Und zwar mit dem Ausgang. Ich will noch mal raushüpfen. Ich hoffe, das ist okay. Hallo, soll ich sie noch hochheilen? Oh, herrlich. Ich glaube, wir können nichts mehr für den einen tun. Ich glaube, Leute... Ah, da kommen sie! Vielleicht können wir die noch bodyblocken oder so. Heal-Tag! Heal-Tag! Ich gehe. Kriech du Made! Oh, GG. Holt er sich den einen noch? Nee, der ist auch noch raus. Hatte der noch einen Strike oder so? War der überhaupt am Haken? Wer war denn am Haken? Ich weiß nicht mehr. GG. Und wir haben die Hausaufgabe fertig. Sehr nice. Ja, sehr nice. Das will ich aber auch mal meinen. Hier Vergangenheitsgrants auf jeden Fall recht. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und falls du musst, dann lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like und einen Kommentar da. Dankeschön auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und Dankeschön auch an die Jugendstilfee für den krassen Support. Ich bin raus, Leute. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns bereits im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.